Eskalation. Herzlich willkommen in Singapur. Wir fahren durch die Stadt mal wieder. Und zwar bei Nacht. Wir sollen 10. werden wieder. Und wir sind 12. vom Qualifying her, was mich überrascht hat. 15 Runden müssen wir fahren. Und diesmal tue ich gar nicht so lange vorher reden. Keine Regenwahrscheinlichkeit zum Glück diesmal. Im Vergleich zu Italien letztes Mal. Gut. Dann mal ab geht die Party. Und die Party geht ab. Oder? Wir stehen bereit. Wir sind tight. Wir sind befreit. Und immer right. Und shine bright. Like a diamond. Wir haben gute Chancen, ein ähnliches Ergebnis wie beim letzten Mal zu erzielen. Holen wir uns das Resultat, das wir verdient haben. Was, also sollst du nicht nach rechts fahren, du Arschloch? Da wollte ich lang fahren. So, 6. Nicht drehen. Hauptsache, wir kriegen dafür jetzt keine Strafe. Oh, das war knapp. Ich glaube, da hat es einen richtig schön rausgepfeffert, oder? Oh ja. Ach du Kacke. Ja, na, ist egal. Ja. Mach ich. Was war unser Ziel? 10. ne? Nun ja. Zumindest haben wir mal nicht 5 Versuche gebraucht, um den Start hinzukriegen. Grosjean und Ricciardo sind hinter uns. Solange wir die hinter uns lassen, kein Problem. Alles im grünen Bereich. Alles. Achso, nee, das war schon wieder Werbung. Die wir eigentlich nicht machen dürfen. Immer dieses Singfell-Werbung da oder Singtel oder was auch immer. Weil da habe ich immer das Gefühl, da bin ich oft mal dagegen gefahren. Hier, diese UBS-Werbung ist genauso bescheuert. Überholst du es nicht? Noch nicht. Hier ist natürlich schwieriger, weil wir diesmal wieder in die Box fahren müssen. Alter, sie sind schon vorne. Komm mal, ich wollte ja nochmal in das Benzin-Ding gucken. 18. ist Grosjean. So, wir schalten in der 9. Runde auf Fettgemisch. Diesmal. Das sind ja doch längere Geraden drin. Ich habe ja vorher gesagt, ja, die Strecke ist gut für uns. Sehr verwinkelt, eng. Nee, habe ich die singapurischen Straßen falsch eingeschätzt. Weil die nämlich anders sind als in Monaco. In Monaco ist es ja wirklich eng, aber hier ist ja relativ breit die Strecke sogar. Ne? Ne? So, jetzt war ich gerade wieder ein bisschen sehr ruhig, weil ich mich wieder aufs Rennen konzentriert habe. Aber wir sollten uns nicht so sehr aufs Rennen konzentrieren. Ja. Ich will doch Erster werden, ne? Ich will einmal Erster werden in diesem Projekt. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Okay, wir halten den momentan noch hinter uns, aber... Das sollte gar nicht unser Ziel sein, den hinter uns zu halten, sondern auch nach dem Boxenstopp noch vor Ricciardo und Co. zu sein.
Gott, wir haben übelst wenig Kurs verwendet. Das muss beim nächsten Mal besser werden. DRS, scheiße. Naja, da hauen wir eben die Autos hinter uns wieder raus, wenn sie mit mehr Geschwindigkeit an uns angefahren kommen. Ne? Ist ja nur schlecht für die, nicht für uns. Außer für unser Heck vielleicht ein bisschen. Okay, hier haben wir uns ja schon ein bisschen Frontflügel abgefahren. Oh scheiße, wir haben den Kurs verwendet wieder. Oh, das war schon wieder knapp. Ich merke das ja immer an meinem Controller, wenn der vibriert. Ja, ich meine nicht den Controller. Gamepad, ne? Und da merke ich ja immer, wenn mich einer rammt. Und das war gerade wieder der Fall. Also nicht ganz so stark, weil sonst hätte man es ja gehört, aber so ganz leicht. Ne? Aber ich muss mich auch ein bisschen mehr aufs Kurs konzentrieren. Dass ich das richtig einsetze. Ach du Kacke! Ja, das habe ich schon mir schon fast gedacht. Und schon müssen wir die erste Rückblende einfach mal einsetzen. Wie nah die hinter uns sind, ist aber auch Weltklasse. Oh, Weltklasse. Dein Frontflügel hat ganz schön was abgekriegt. Wenn du an die Box kommen willst, sag Bescheid. Ja, ja. Ich fahre erstmal weiter. Aber das ist dann natürlich schlecht, weil bei dem Boxenstopp wechseln die den uns. Das ist ganz klar. Und da verlieren wir dann natürlich mega viel Zeit. Und auch im Rennen jetzt verlieren wir mega viel Zeit. Aber ich wollte nicht schon wieder die Rückblende verwenden. Hätte ich selbstverständlich machen können. Vielleicht ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich es nicht gemacht habe. Aber bis jetzt kommen wir sogar besser durch als vorher. Das ist Wahnsinn. Nee, ich will nicht reinkommen. Dankeschön für den Vorschlag. Bis jetzt geht's echt gut sogar. Wer? Wer, habe ich gefragt? Kommst du mir überhaupt zu? Scheiße. So, da haben wir jetzt etwas abgekürzt, aber ging noch. Hätte man uns ja eine Strafe gegeben. Eine Strafe. Eine Strafe. Und das war ja nicht der Fall. Also waren wir richtig gut unterwegs, ne? Oh Gott. Das tut weh. Oh Gott. Nee, das tut echt weh. Also jetzt nicht nur geistig, sondern geistig. Ach du Kacke. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Okay. Grosjean scheint auf Singapur nicht so gut zu sein. Sonst wäre dann nämlich auf jeden Fall schon ein bisschen weiter. Na, und uns dran. So, hier dürfen wir uns nicht drehen. Dann ist alles im grünen Bereich. Größtenteils zumindest. Ah, wird klasse. Siebte Runde müssen wir in Boxenstopp rein, ne? Na, ach na eben, da müssen. Dann tun wir ab der siebten Runde natürlich die Fetten nicht einschalten. Ist ja ganz klar. So, die Kurve ist kacke. So, ein Drittel haben wir fast weg. Na gut. Nicht unbedingt ein Drittel, eher ein Viertel. Ist der reingefahren? Nein, das war nicht. Ah. Sind wir immer noch Fünfter? Ja. Können sich dort vorne da auch so ein bisschen abschießen, ne? Oh, 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 oh. Bisschen abschießen da vorne. Vielleicht würde er DRS aktivieren. Hm. Es kann sein, dass er das tut. Aber ich glaub's nicht. Der ist doch fair.
Wäre geil, wenn die das echt mal vergessen. So, vom Programmieren her. Also, ich bin heute etwas mehr angespannt als sonst bei Singapur. Da war ich ja bei Monaco. Nee. Bei Monaco war ich, naja, bisschen weniger so konzentriert, sondern eher so Scheiße, weißt du? Was ist das, dieses System? Ey, der Ricciardo ist irgendwie weg. Was ist mit dem passiert? Ist der in der Box gewesen? Hat sich vielleicht irgendwas abgefahren vorne? Das entspannt die Sache natürlich, ne? Weil da können wir in der Box. Unser Ziel ist es ja nur vor Grosjean und vor Ricciardo zu landen. Das ist eigentlich immer unser Ziel. Und das schaffen wir jetzt locker, selbst mit einem Boxenstopp. Mit Wechsel von dem Gerät vorne dran. Ja? Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Bin ich mir immer gar nicht so sicher, wenn er das sagt. Oh Gott, haben wir wenig Körbs verwendet. Also gar keine. Und das sollte man ja eigentlich machen. Nun ja, dann schauen wir. Ach du Sind schon wieder zwei hinter mir. Scheiße! Das konnte man noch gerade so parieren. Das war gerade echt ziemlich knapp. Aber echt. Ach du Scheiße. Oh Gott, nein. Was machen wir denn? Ist eigentlich schon einer ausgeschieden. Ja, lustig. Okay. Die Runde ging zumindest mal. Was ist mit Ricciardo passiert? Wo ist denn der? Grosjean sehe ich auch nur noch da ganz hinten. Also haben wir uns ja einen richtigen Rivalen ausgesucht, zumindest vorerst. Ja, ja, ich weiß, dass Ricciardo hinter mir ist. Voll Idiot. Weißt du, lass dich nicht einholen. Ich werde mich wohl mit Absicht überholen lassen. Oh ja. Also ich meine, für Ricciardo würde ich es machen, ne? Team-Member, ne? Und so. Hat man ja in den anderen Rennen auch schon gesehen, dass wir das. Dass wir fair sind. Was? Box? Hat er irgendwas in die Box gesagt? Ja, nächste Runde in die Box. Richtig. So. Und wir sind Dritter. Fahren mit den Reifen einfach mal bis zum Schluss. Fände ich gut. So, das heißt, warte mal, wir schalten jetzt schon mal Fettgemisch, weil die alle schon drin sind in der Box. Das heißt, jetzt müssen wir wegfahren. Oh mein Gott. Natürlich schlecht, weil wir keinen Frontflügel mehr haben, so richtig. Das ist dann immer so kacke, wenn man in der Box fährt, und man kann nichts machen. Man kann nichts machen. Das finde ich immer so schlimm. Ich meine, wenn man vorher, also als Erster reinfährt, dann ist es immer so, ja, man kann noch was, wenn man dann an denen so in der Ziel. Ach du Scheiße. Naja, gut, ich meine. Okay, komm an die Box, komm an die Box. Du hast den Frontflügel verloren. Ich weiß. Aber das lasse ich jetzt einfach mal. Das akzeptiere ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Ganz einfach. Weil wir ja jetzt sowieso in die Box fahren. Und die schöne Rückblende will ich mir nicht. Alter, wie langsam wir ranfahren müssen, das war echt gerade nicht ganz optimal. Ja, komm, jetzt können wir ja keine Frontflügel mehr verlieren, da können wir ja auch ein bisschen. Scheiße, das war jetzt natürlich. Deine Rundenzeiten sehen nicht gut aus.
Ja, ich weiß doch wieso. Oh, 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 keine Strafe.